Wie aufgeregt sind Sie heute, hier zu sein und nominiert zu sein? Ziemlich. Ich habe es den Tag über etwas verdrängt, aber jetzt merke ich, dass ich doch nervös bin. Ein Wort über Ihren schönen Film. Warum hat er es verdient, nominiert zu sein am Ende einer Nacht? Also das kann man selber immer schwer sagen, wenn man mitspielt. Das müssen eigentlich die anderen sagen. Aber ich finde, es ist ein sehr spannender Film. Es ist ein spannendes Duell zweier Frauen. Einer Staatsanwältin und einer Richterin. Und ja, ich finde, er ist sehr spannend gemacht und gut erzählt. Ist es schwieriger oder leichter, mit dem eigenen Mann als Regisseur zusammenzuarbeiten? Es ist schön. Man kennt sich gut. Man versteht auch die kleinen Gesten, die jemand macht. Man muss nicht groß reden, weil man schneller, glaube ich, den anderen erkennt. Es ist eine sehr schöne Arbeit. Wir haben ja öfter schon zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, jetzt das vierte Mal. Und es ist in dem Moment, wenn wir drehen, spielt es keine Rolle, dass wir Mann und Frau sind. Das spielt, weil in dem Moment sind wir Schauspieler und Regisseur. Ich glaube, es ist unaufgeregter und normaler, als man sich das vorstellt. Dann wünschen wir einen schönen Abend. Vielen Dank. Und viel Glück. Dankeschön.